Moin, moin, ihr Blödchen, da sind wir wieder mit ETS2 und mit dabei ist wieder die Lane, der Silvi und der Yannick. Hallo. Hallihallo, ihr Lieben. Schönen guten Abend. Moin. Und natürlich ein Moin, moin erstmal an die lieben Zuschauer da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, uns gefunden habt, eure Zeit mit uns verbringt. Das ist super, das ist toll, das gefällt uns. Im Chat kann ich noch keinen begrüßen, aber trotzdem hallo und herzlich willkommen alle an die, die nicht in den Chat geschrieben haben. Genau, moin, moin. So, warte mal, bevor wir loslegen, ich muss mir auch mal schnell überziehen. Jetzt bin ich erfroren, mein Herr. Im Wintermeer. Ja gut, aber heute, wenn die Sonne kommt, ist es warm. Dann knallt die Sonne richtig, aber sobald eine Wolke kommt, wird es richtig kühl. So. So, nun kann ich. Nun kann man gucken, ob keiner guckt. Bei mir guckt jemand. Echt? Ich beobachte. Ja. Pfui Teufel. Mein Vogel aus dem Kopf guckt mal zu. Ich wollte gerade sagen, musst du mal zurückgucken. Guck, guck. So, externe Aufträge. Einmal Kiel anklicken, aktualisieren. Ich hätte Top-Pflanzen nach Libyen. Nach Polen. Von Ikea aus. Ach, das sind ja nur Gummibäume. Die habe ich auch nach Amsterdam. Ich hätte noch was nach Ernstbehälter nach Stockholm. Hey. Sag mal. Hab ich alles nicht. Nö, nee, auch nicht. Hast du auch Kiel angeklickt und aktualisiert? Ja, also nicht, dass Kiel das von Travemünde ausgeht. Nein, naja, bei mir ist von Kiel. Bei mir auch. Ikea, Kiel, Amsterdam. Enterbilder nach Stockholm. Was nach Stockholm? Erntebehälter nach Stockholm, hast du doch gesagt. Ja, dann wieder weg. Oder was? Ja, hier. Ja, Erntebehälter nach Stockholm. Ja, das fährt aber der Kuno nicht. Hat er nämlich gekonnt eben überblättert. Ah, nee, das ist doch Kind verhandelt, das ist doch. Ich mag nicht gerne mit zwei Anhängern. Ist doch bei mir ist ein Anhänger. Und bei uns sind zwei. Komisch. Da fährt Kuno nicht hin. Manchester. Hätte Zement nach Prag. Ich habe immer noch Top-Pflanzen. Wohin, Top-Pflanzen? Nach Amsterdam. Niederlande. Guck mal, bei Josies Oma abliefern. Ja, habe ich auch. Amsterdam. Und Ikea. Ja, habe ich hier. Gut. Top-Pflanzen. Ja. Gut. Dann nehmen wir das. Bevor wir jetzt hier noch eine Stunde rumsuchen und was passiert. So, dann auf 1, 2, 3 und ausführen. Haben wir dann irgendwo mal ein Gebiet, wo wir noch nicht waren? Oha, geht ja schon gut los hier, das ist die Lecke. Ja, also wenn wir hier 1000 Mal abstürzen, dann ist nachher Feierabend. Ich flieg gleich. Werde in 15 Sekunden unterfliegen. Ja, dann ist
Aber ich habe alle Lichter an. Das ist wegen dem Server hier, wegen dem Lex. Nicht wegen Licht. 115, jetzt wieder 21. Ich fliege auch gleich. 5. Ja, wurde mir auch angezeigt. Und bin ich vom Server gefliegt. Ach Leute, ey, echt. Nimm deinen Auftrag erstmal an, Janik. Jo. Doch, nur ist ja nicht wieder gleich runterfliege. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Naja, hup hup. Wie kann man denn 0 Millisekunden haben? Der eine war eben da, da stand 0 Millisekunden. Ja, beim Rausfliegen in dem Moment sicherlich. Bitte links halten. Also nach da stand, aber wo schon raus ist, vielleicht. Jetzt sieh mal. Oh, mit Silbis LKW stimmt was nicht. Der ist mal da, mal ist er weg. Dann ist er wieder da, dann ist er wieder weg. Oh, ich habe 435. 182. Bei mir wirst du mit 36 angezeigt. Mit 16. Der ist ja auch witzig. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Voilà, aua. Oh. Oha, Janik ist schon hinüber, bevor er überhaupt angefangen hat. Rechts abbiegen. Nee, ich wollte mal gucken, ob die Leitplanke hart genug ist, ob der TÜV kriegt, die Leitplanke. Biege nach rechts ab. Ja, läuft. TÜV bestanden, würde ich mal sagen. Geht LKWs aus. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Sind ja nur 7% Schaden. Fixen, sobald du online bist. Jo. Oh. Achte auf für die Schranke. Es ist vorbei. Oh. Aufträge. Also ganz ehrlich, ne, wenn sie an die Server rumbasteln, ne, dann sollen sie die Server offline nehmen und nicht so einen Scheiß hier veranstalten. Los. Sich denn hin? Bitte machen Sie eine Kehrtwende. Warum zack ich denn jetzt raus? Leute, einmal hier hin. Denk daran, dass du erstmal speicherst, bevor du neu startest. Habe ich automatisch gemacht. Wir warten nur noch auf dich, Janni. Ja, alles gut, ich komme. Ich bin ja schon wieder im Ladebildschirm. Das hört sich doch gut an. Nur, dass ich jetzt nicht gleich wieder runterfliege. So, Ladebildschirm 1 abgeschlossen.
Ein Tab wirst du schon mal angezeigt. Das ist schon mal schön. Das wird wahrscheinlich mit überhöhten Ping. Und dann werden wir erstmal demnächst erstmal alles neu suchen müssen hier. Im Spiel. Schon wieder? Nicht schon wieder, noch gar nicht. Gab noch kein neues. Neue Bedienungsoberfläche. Ach so, das wird überarbeitet. So, Janik, können wir losfahren? Jo, Abflug. Also, heute auch einen ersten Gang reinmachen und Licht anknüpfen. Oh, Mann, warum? Das irgendwie ruckelt auch, ey. Schön viel Abstand halten. Len ruckelt auch. Ei, ei. Ja, was meinst du, wie du ruckelst? Das ist ja... Ah, nicht alle ruckeln. Ich will gar nicht wissen, wie ich ruckel. Lässt du auf. Hallo, Josie. Hallo, Josie. Hallo, Josie. Vor allem ist das hier nur im Kielbereich. Nicht auf dem ganzen Surfer. Links halten und dann links ab. Josi, wir fahren jetzt nach Amsterdam. Wenn wir da hinkommen beim Miroggel. Links ab. Das ist noch die Frage. Links halten und dann links ab. Entschuldigung, Entschuldigung. Ey, ich muss anhalten, ist rot. Biege ja, links ab. Mir war dunkelrot. Dunkelgrün. Oh, Gottes Willen. Josi muss erstmal ihren Hamburger Royal TS und Cheeseburger auspacken. Dann kann die Fahrt losgehen, hat sie gesagt. Ach, das ist sie. Ich hab Hunger. Ich will auch. Namen Josi. Was ist da, Josi? Ich werde gleich beschlagen haben. Von mehr Schlagen zur Qualitätskontrolle. Oh, wollen wir mal Tempo auf 80 erhöhen, wa? Ja. Ich kann nicht beschleunigen. Jetzt. Wo sagt er denn hier 60 ist 80? War noch Stadtverkehr. Einmal Hamburger Royal TS und 3 Cheeseburger. Was ist los? Hier, fette Burger, hallo? Ich hoffe gerade mal 2. Wenn es von Burger King ist, würde ich auch 3 Stück schaffen. Wenn den Mini-Burger ist, dann kannst du garantiert auch 5 essen. Jetzt ist Gurke zum Glück vorbei. Nur Gurke zum Glück nicht mehr so. Ich esse nur ein Burger. Und nur den einen. Ich selber. Natürlich mit Pommes. Ja. Ja. Schöne Coke. Nee, die brauche ich nicht. Nimm das breit. Ich werde lieber mir den Burger selber machen. Wenn ich wir hatten bringe. Aber kein McFlurry, schreibt sie. Wolltest du den mit Kirsche nehmen, ja? Den neuen. Das ist und mit den Sternen drin. Ja, es gibt einen neuen. Mit Kirschsoße und Cola-Sterne. Hier von dem neuen Kinofilm von Chantal im Märchenland. Kirsche gibt's nicht. Chantalle. Gibt's eine Tasche hier, Fruchttasche. Ja, eine Kirschtasse, Tasche, ja. Tasse? Tasche. Statt die Apfeltasche gibt's eine Kirschtasche. Huhu, Navi, schreibt sie. Die waren die ersten Tage schon ausverkauft. Das wurde... allererste davon weg war. Schon. Ja, weil die gab es früher mal, die Kirschtaschen. Und die haben sie dann umgestellt auf Apfeltaschen. Und die liefen wohl früher schon deutlich besser als die Apfeltaschen. Ich glaube, ich kann mich da so ganz schwach dran erinnern. Nein. Dann mich bei unserer Truppe mal jemand bei. Was? Drauf. Was? Drin.
Nein, den normalen, ohne irgendwas drin. Ne, das ist doch ein ganz normaler, da kannst du dir dann auch den ganz normalen, ohne, dass du sagst, McFlurry. Das ist doch das gleiche Eis wie... deswegen ja, das ist das gleiche Eis, wie was bei dem anderen drin ist. Ich nehme immer den mit Karamellsoße. Schöner, leckerer, heißer Karamell. Na, was heißt immer? Manchmal. Immer, ja. Ich gehe eher selten zum Meckes. Ja. Beim Einkaufen gehe ich jedes Mal dran vorbei. Wir waren vor Weihnachten das vorletzte Mal und vorgestern, wo wir in der Werkstatt waren. Ja. Dann wisst ihr, was heißt, wie oft oder immer. Und davor waren wir mit Silbi das letzte Mal. Ja. Also unregelmäßig. Ja, unregelmäßig. Ja, wir sind keine, passt, wir sind nicht so oft. Nie, ganz, aber ganz vom Reden ist das immer, als ob wir jeden Tag werden. Ja. Nein, wir kochen lieber selber frisch. Und machen uns unsere Burger okay, selber das frisch. Eine neue Route, das schmeckt natürlich noch besser, macht richtig satt. Jo. So schön selbstgemachten Burger Patty. Schön selber gemacht, selber gemacht. Bevor wir die nächste machen. Es gab nur McShoki, aber kein Flurry. Dann waren Vanille alle. Vanille Eis. Mama hat 5 Hamburger Royal TS und 3. Wie bitte? Also ich schaff gerade mal einen einzelnen Tasty Bacon. Ja, der ist auch dreimal so groß. Ich war einmal auf Klassenfahrt, da waren wir einmal bei. Oh, ne. Bei Burger King. Der McDonald's damals so ein Frühstücksmenü gehabt. Da konnten wir uns was aussuchen, ich hätte so ein Baked Toasty genommen und da. Was macht ihr denn da? Elefantenrennen ihr zwei oder was wird das? Nee, Hunde ruckelt so nicht weiter auf dem Berg nicht an. Ja, Abstand halten. Ja, Hunde wurde langsamer und dann bin ich einmal rübergezogen, weil es so Platz war. Bin ich rübergezogen. Da habe ich so ein Frühstücksmenü gehabt und nach zwei Minuten hatte ich schon wieder Hunger gehabt. Ja, die Hamburger Royal TS schmecken auch, glaube ich, mit am besten. Ja, nein, gefolgt mein Taste Bacon. Gefolgt von McRib. Rechte Spur anhalten mit dem nächsten Ausfahrtgeschwindigkeit beibehalten. Ja. Ich bleib bei meinem Tasty Bacon. Ich bin ja so froh, dass ich den jetzt als regulär aufgenommen hatte. Dann Ausfahrt rechts. Wie oft habe ich in den Mond geschaut, weil für mich nichts dabei war? Nun die Ausfahrt rechts. Ich habe urlange keine Chicken Wings mehr gegessen, war nichts. Wo ich mal gerne hingegangen bin, ist die Burger King. Und Chicken Wings? Na, die sind da besser, wenn die da woanders ist. Die gibt's im Augenblick bei Burger King. Und wir nehmen schon wieder die nächste Abfahrt. Geschwindigkeit beibehalten. Da steht einer. Da steht einer auf dem Parkstreifen. Als Lieferant, Baumstämme. Bei Dings gibt's ja Hallo, die. Robby. Hallo Robby! Hallo Robby! Wie heißen sie denn schnell? Elfgeist, würde ich gerade sagen. Nee, wie heißen sie denn? Schinken, ja. Wo es nur Huhn gibt. Da muss ich die Soße selber aussuchen. Ja, finde ich immer geil. Ich weiß schon, wen du meinst. Da, wo ich nicht gerne essen mag, weil mir das da nicht schmeckt. KFC oder was? Ja, genau. Ah, war ich auch noch nicht. Ich mag das nicht. Das schmeckt alles gleich irgendwie, keine Ahnung. Bäh. War ich noch nicht, kann ich so nichts sagen. Ich könnte auch mal wieder bei Subway einkaufen gehen. Da gibt's jetzt einen Toasty. Also hier. Die Grillen fressen, ey. Da gibt's jetzt einen. Auch immer. Damals waren die richtig lecker. Heute da gibt's jetzt einen gegrillten. Ich habe da einmal so einen Zap gegessen, da habe ich gesagt, ein bisschen scharf sauen, ich bin einfach richtig rein, der Penis drauf. Boah, hat das gebrannt im Mund. Und ich hatte nur Wasser im Mund. Beste ist der doppelte Hamburger Royal TS, hat Josie geschrieben. Das lohnt sich auch zu essen. Das schmeckt auch gut.
Haben wir da irgendwie heute eine andere Josie oder? Irgendwie dann auf dem zweiten Streifen. Ja, hat sie nicht mal irgendwann gesagt, ihr habt, die haben einmal in der Woche einen Cheat Day, wo sie das essen, was sie wollen? Opi Kuni, ich habe mal eine Frage. Okay, zwei Fragen. Ja, dann frag mal. Dinge, die Tantchen besonders auszeichnen. Ich doch nicht. Genau das habe ich gewusst. War ich bestimmt nicht jetzt hier. Man kommt gleich an auf die Autobahn. Ich übergebe das Mikrofon an Josie, hat Robby geschrieben. Achtung, da steht wieder einer auf dem Seitenstrahl. Ja, Silvin, okay. Und fünf Dinge, was du an Tantchen zum Köp... Weiß ich auch nicht. Zum Hier überholt einer. Zum Kotzen ist. Mal sehen. Oh, auch noch rechts, ey. Idiot. Na, sagt man nicht. Natürlich, ist ein Idiot. Nee, das sagt Und man überholt nicht. Überholt nicht rechts. Hab ja nämlich schon bei LS hier schon gelbe Dinger gehabt. Kurz vorm Rot. Ja. Im Ernst. Wegen was denn? Wegen Sachen, die man nicht sagen darf. Ja, es kommt ja wohl sehr selten bei uns mal vor. Und Idiot ist kein böses Wort. Aber nett ist das wäre auch. Mir neu. Das Wort benutzen die im Kindergarten schon, also nun, hört's mal langsam auf. Das stimmt allerdings leider. Ist der Bot aber nicht. Josie, eins kann ich dir verraten, was der Kuno zum Kotzen findet an mir. Der Überholer steht jetzt auf dem Seitenstreifen. Okay. Nur ganz toll, hat er ja viel geschafft. Dass, wenn er mich ruft, ich nicht immer gleich erscheine. Oder ich ihm nicht zuhöre. Hätte ich noch zwei, die das sofort verwenden. Aber der Kuno hört mir auch nicht zu. Also von daher. Ich habe ihm heute erzählt, dass ich morgen eine halbe Stunde früher Feierabend mache, weil ich übermorgen gleich wieder Frühdienst habe. Und dann sage ich zu ihm so, na dann kannst du ja den Stream schon um 20 Uhr ansetzen. Fragt er mich, wieso? Ja, danke fürs Gespräch. Entweder an auf dem Seitenstreifen. Ja, das bestimmt bei denen, weil auch bei denen leckt. Weil so viele auf dem Seitenstreifen haben wir da sonst nicht. Gegenüber steht auch einer auf dem Seitenstreifen. Bestimmt wegen dem Lecken. Hört sich mal. Das Wort stammt aus den Römer, aus den Römischen Reich, nehme ich mal an. Nee, nämlich aus den Römern kann das nicht stimmen. Und bedeutet keine Fachkraft. Also es ist kein Schimpfwort. Ach, Idiot heißt keine Fachkraft. Hey Google. Definition Idiot. Da kommen mehrere auf der Autobahn. Ja. Also ich hab mein Google sagt. Idiot ist ein Ausdruck, der häufig im Sprachgebrauch. Oh, hoppala. Bin ich am Steuer, das ist nicht gut. Nee, das haben wir dir schon ein paar Mal gesagt. Oh, die kommen ja hoch an, ihr Pfeffert. Dann fahr mal rüber an die Mitte. Ist ein Sprichwort, das man häufig und bezeichnet
einen dummen Menschen. Hier steht der nächste. Wir nehmen die nächste Ausfahrt. Bitte müssen wir mal wieder rüber. Also das zeichnet einen, der nicht sehr intelligent ist. Das Wort. Ja, lassen wir dich nicht rüber? Nö. Achtung, da steht einer kurz vor der Abfahrt, fährt rückwärts. Und dann Ausfahrt rechts. Fährt rückwärts. Ja, hat gerade ausgefahren. Jetzt steht er quer. Er hat die Ausfahrt verpeilt. Tja, der war schuld. Kommt davon, weil er die nicht rumgelassen hat. Ich bremse mal ab. Weil er blockiert nämlich gerade die Ausfahrt. Handy am Steuer ist nicht gut. Gegen Rauchen am Steuer sagt niemand was. Ups. Ja. Man lenkt das Rauchen nicht auch ab? Ja, eben. Aber unser Handy verboten, aber Rauchen da. Und jetzt das haben sie aber schon angesprochen, wegen dem Rauchen immer. Im Auto, beim Fahren. Ja, die wollen sich ja das Rauchen im Auto nicht verbieten lassen, weil das ist ja Privatsache. Autorauchen, das ist ekelhaft. Hm. Da hast du wohl recht. Und ob man allein unterwegs ist, ist das egal, aber mit mehreren, bah. Achtung, Überholer, da fällt etwas fragwürdig, das ist der, der rückwärts gefahren ist. Da sagst du als Raucher, wo du denn gar nicht merken würdest? Und dann meinst du wegen der Luft, dann wegen der schnädigen Luft. Aber sie wissen genau, auch. Bei Josie gab es Montag Pfannkuchen, also Eierkuchen. Überholer. Und gestern gab es bei ihr Fischstäbchen. Oh. Wir haben den einen Tag auch Fischstäbchen gegessen mit Kartoffelpüree. Und dann gab es bei uns noch. Ach hier, für meine beiden Männer gab es gestern Milchreis. Und lecker. Bäh. Lecker. Bäh. Ich habe Knoblauchnudeln gegessen. Was? Oh, lecker. Was? Nudeln? Knoblauchnudeln? Ja. Oh. Was sind das? Na, Nudeln mit Knoblauch oder was? Ja, Knoblauch anbraten. Eigentlich waren da noch Tintenfischringe, aber die haben da nichts geschmeckt. Die habe ich dann gekonnt rausgepult. Und das wird halt mit Knoblauch angebraten und dann kommen die Nudeln dann da rein. Und Öl. Und Öl, ja. Und Gewürz. Also nicht nur die pure Knoblauch. Das klingt interessant. Muss ich mal machen, wenn ich alleine bin und mal wieder essen geradeaus. Und dann schön Parmesankäse oben. Gibt's da sogar als und Gericht. Ablöschen. Ablöschen tust du das mit Nudelwasser. Mit ein bisschen Nudelwasser. Gibt's da sogar als Gericht in einem Restaurant oder in einer Imbissbude? Zum Glück kann Navi nicht einschlafen beim Autofahren. Nicht, dass er sich wieder selbst anzündet. Aha. Ich fahr schon seit mehreren Jahren kein Auto mehr. Ich habe den Führerschein abgegeben. Nee, sie meint ja hier bei ETS jetzt auch. Kuni, ich brauche aber die Info. Ich brauche das für die Schule. Was? Naja, wegen was dich an mich nervt und was du gut findest. Robby hatte geschrieben, das letzte Mal, als ich Fischstäbchen zu essen bekam, war vor Jahren, als meine Mutter noch bei uns wohnte. Aber Robby, die kannst du doch alleine machen. Du bist doch schon ein großer Junge. Die tiefgefrorenen Dinger in die Pfanne kloppen und von allen Seiten schön anbraten.
Pass auf, ich würde empfehlen, die Küche zuerst zu essen und dann den Inhalt. Die springen da raus, mal super, die leben noch. Ja. Die Küche auszustaffieren mit Küchenkrepp und sowas alles, weil ansonsten kannst du hinterher nämlich deine Küche putzen. Die Scheiße, die spritzt dermaßen. Und dann hat er nachher einen Gasgrill und dann brennt die Küche ab oder was? Na, warum spritzt das wohl? Wegen der Feuchtigkeit. Ja, weil das Wasser austritt, ja. Und wie man weiß, Wasser und Fett verträgt sich nicht. Richtig. Und wenn dann das geronnene Eiweiß dann noch rausläuft, Brustmalzer. Du hast ein Hauptgewinn, dann knallt dir das Ding um die Ohren. Alter, ich hab die linke Seite. Linke Seite. Ja. Und was ich noch ganz, ganz ungern mache, ist Spiegelei. Das spritzt noch schlimmer als Fischstäbchen. Eieiei. Ja, hattest du das Standbild? Ja, fast. Und nachdem bei uns einmal ein Ei in der Pfanne explodiert ist, sie immer geradeaus. Halte ich immer ganz viel Abstand vom Brateier. Immer geradeaus. Also Spiegelei. Da klebte das Ei dann oben gegen den Dunstabzugshaube. Oh. Was ist denn? Frag mich nicht warum, aber dieses Ei ist regelrecht aus der Pfanne gesprungen und oben gegen die Dunstabzugshaube geschossen. Kannst du dich noch dran erinnern, Schatz? Mhm. Und die Hälfte dann auf dem Fußboden lag? Alter, die Küche sah aus, ey. Wir haben das Problem, wir haben uns ein Ei mit der Küche. Oha, bei dem rutscht der Anhänger durch die Gegend. Habt ihr das gesehen? Nee. Mhm. Ich hab's gesehen in der Kurve. Besser ist, als wenn das Ei an der Decke klebt und dann noch die Decke streichen muss. Das wird teuer. Kann man ja alles selber machen. Guck mal, hier im Spiel leckt's und bei mir geht die. Ach, halt, Zappel. Mit dem Hupe immer. Ich begrüße dich. Oh, 3 Knallluftballons. Also ein positives kann ich auch sagen. Tantchen hat die. Er ist. Hat die liebste Nichte der Welt, ja. Ganz toll. Guck mal, Josie, wir fahren heute extra in die Niederlande, um deiner Oma ganz viele Blumentöpfe zu bringen. Also Pflanzen mit Blumentöpfe. 4 Anhänger voll. Jetzt machen wir ja Fischstäbchen hergebracht. Ja. Also nicht beim letzten Mal fahren, sondern wo wir letztes Mal hier in der Stadt waren, meine ich. 21 Tonnen Blumentöpfe kann sie fahren. Wir biegen ab nach Amsterdam in die City. 21 Tonnen Blumentöpfe? Wenn man alle auch wieder zusammenrechnet, jeweils 2 Tonnen. 3 mal 4, 21. Dunstabzugshaube. In der Schweiz nennt man das Dampfabzug. Regnet! Vor. Oh, nach links, hoppala. Hä? Das ergibt keinen Sinn. Normalerweise kommen die Blumen von der Niederlande nach Deutschland. Ja, aber diese nicht. Diese hier sind was ganz Besonderes. Hier kommen erst noch Blumen rein. Hier kommen erst noch Blumen rein. Und leere Pötte. Sind leere Pötte? Ja. Topfpflanzen steht hier. Topfpflanzen, die sind mit Pflanzen. Sind Plastikpflanzen von IKEA. Ja, leere. Nein, da sind schon Pflanzen drin. Welche Pflanzen drin, Kuno? Topfpflanzen, das ist Topf und Pflanze drin. Wann gibt es denn bei IKEA Topfpflanzen? Naja, Kunstblumen. Das ist Plastik. Stell dir in die Ecke, brauchst du nicht gießen. Das sag mal nicht, du.
Manche Gäste bei uns gießen auch die Blasseblumen. Ja. Aua. Oh, ich habe mich verfahren. Nein, ich bin in die falsche Position reingebogen. Ja, du musst noch eine weiter. Hoppala. Das toll, komm ich nicht wieder raus. Warum sagt mein Navi links abbiegen? Wenn ich noch eine weiter muss, du bist ja echt super Navi. Verwirrst mich. Ach du Scheiße, hier schreibt einer auf Ostfriesisch. Ostfriesisch. Ja, das ist Ostfriesisch. Nordfriesen haben noch ein bisschen anderen. Ich verstehe nur leider nichts. Ja, das klappt. Oh, ich bin ja im Twitter vorbeigefahren. Ach nee, doch nicht. Ja, jeder Dithmarschen hat auch wieder ein anderes Platt als wir hier, wir Nordfriesen. Und die Ostfriesen haben noch mal ein anderes Platt. Ja, jeder hat irgendwie ein anderes Platt. Aber versteht ihr euch dann untereinander, wenn die miteinander sprechen? Ja, aber man merkt den Unterschied. Das war aber eine fixe Tour. So, eine machen wir noch. Ja, Yannick hat noch nicht abgegeben, machen wir langsam. Ja, immer wieder. Ich hab da nur gesagt, dass wir noch eine machen. Schon trinken. Da muss ich ja. Ah, rein. Bist du jetzt schon auf dem Hof hier oder? Erst noch? Nee, er ist schon hier, er muss abgeben. Ich versuch gerade rückwärts einzuparken. Die Kunst des rückwärts einparken, weiß ich nicht gerade. Manchmal frage ich mich, ob ich in Deutschland lebe. Warum, Josie? Ja, da freut mich jeden Tag. So. Das freut mich jeden Tag. So, wir können auch was suchen. Bin soweit. Wo stehen wir denn? Bei... Stoke. Stoke ist okay. So, und Ding. Stokes. Gucken wir mal, was Stokes. Gucken wir mal, was man hier finden. Wie lang darf denn die Fahrt sein? Warum? Weil ich was von hier nach Le Mans habe. Nach Paris. 752 Kilometer. So. Oh. Milch. Sojamilch. Da habe ich auch meinen Pfeil drauf. das nach Lehme. Aber bevor du das schon gesagt hast. Nein, ist das nach Lehmensen? Le Mans. Ja, Lehmens habe ich auch. Habe ich auch. In Niederlande heißt es Niederländer. In den Franken. Sebi, hast du doch? Ja. Gut, dann nehmen wir das. Franken, 1, 2, 3 und ausführen. Zu schwer. Kann ich nicht. Ganz der. Auch nicht. Ich auch nicht. Mecklenburger, Nordostfriesen. Ach so, in Niederlanden heißt es Niederländer. In Deutschland, Franken, Nordostfriesen, Mecklenburger und so weiter. Ja, ja. Jeder hat so seine Bezeichnung. Nee, das ist meiner Sebi. So, so, ja.
will dir doch nur beim Ziehen helfen, weil er so schwer ist. Viel Spaß. Gute Fahrt. Alle schon runter? Oh, nee. Ja, 433 Millisekunden. Da kommt jetzt noch dazu, dass hier ein Haufen Leute sind. So, alle dran? Jo. Dann geht's los. Alle dran haben? Ja, was ist jetzt? Ja. Der eine hängt fest. Biege nach rechts ab. Einer mit Hubschrapp-Schrapp. Und so war ein kleiner Hubschrapp-Schrapp. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Eieieiei. Oh, Renault geknutscht. Ja, hup nicht, wenn du. Hast du genau gesehen, dass ich rausgefahren bin. Hättest du mal weiter vorne stehen bleiben können. Mit deinem Renault. Man muss dich gleich rumhupen. Nicht anhupen. Navi, fünf Dinge, die Tantchen besonders auszeichnen und fünf Dinge, die du zum Punkt findest. Achso, links. Biege nach links. Ich habe auch eine Bezeichnung und zwar eins Josie, das Original, das liebste Mädchen der Welt. Aha. Was das denn? Was, warte, was? Die hat ihn da hinten drauf geküsst. Ja, aber ich versehe. Oder was meinst du, Schatz? Was denn die für eine Ampelschaltung? So, wir fahren Richtung Rotterdam. Na, rot, gelb, grün. Ja, aber so schnell. Ampelschaltung. Ah, interner Feder, der... Was? Der Auftrag ist weg. Nein! Man wird auf Traxxas gecrasht. Oh. Nein! Ja, das ist ja super heute ja alles, ey. Rechts halten. Dass das eine Katastrophe ist, da habe ich keinen Auflieger, oder was? Was soll denn das jetzt? Tja. Was soll das denn jetzt hier für ein Müll? Ausfahrt rechts nehmen. Ja, ist mein Auftrag. Bleiben Sie immer geradeaus. Dann fahr dann nochmal zurück. Oder wir sind wahrscheinlich nicht mehr im Tab drin, aber. Warte, ich gucke. Ne, ihr seid nicht mehr. Ich gucke mal. Ne, ihr seid leider nicht mehr im Tab drin. Ja, da fahr ich jetzt ohne Auftrag. Ich hab genug Geld. Also daher. Haben wir aus den einen Auftrag ohne. Ja, Josie, so wie es aussieht, möchte Navi auch nicht drauf. Was macht der denn? Drauf reagieren. Drauf vorsehen, antworten. Vorsehen, der da jetzt ankommt. Hinter dir. Neben dir. Seid ihr jetzt links gefahren? Wo seid ihr gleich am Ende der Straße lang gefahren? Oh. Ich hab aber keinen Schaden bekommen. Ich muss mal einfach hier stehen, kurz machen wir mal einen Navi immer an. Immer geradeaus. So, wir fahren nach Lee. Wie hieß das? Lee-Hälfte. Wie ist denn da die Firma? Wisst ihr das? Lisette. Ja, wie hieß die Firma? Das habe ich ja. Lisette Logistik. Lisette Logistik. Wo ist die denn? Ich stehe hier ungefähr auf der Straße. Na hin? Ja, ich kann auch nicht weiterfahren. Wieso nicht? Weil Silvi vor mir steht. So. Fitzbold. Also wenn ich mal eine 6 bekomme, seid ihr schuld. Und ihr erklärt das meiner Mama. Du und Sechsen? Sag mal was ganz Neues, Josie. Wir hatten da den Rückwärtsgang an. Kein Zeit auch, ich sehe euch in der Map.
auf dem Tab seid ihr und auf der Karte auch. Ich muss vorsichtiger fahren. Rutscht ja wie Hulle, ey. Ohne Auffliegen. Robby! Können wir mal darüber reden, dass ihr das Lenkrad mit Telekinese lenkt? Wo sind eure Arme? Magic. Kuno, hast du keine Arme? Nee. Also, wenn ich mir so ins Fensterchen reingucke, meine hat ihre Arme am Lenker. Ihre Hände und Arme. Ich sehe meine nicht mehr, es ist dunkel im LKW. Meine Fenster sind so dunkel, hupala. Sieht aber so, dass man auch Arme hat. Ich habe kein Lenkrad. Ich war mit Maus. Steuerung. Er meint im LKW drinne. Dein Renekin, der da drin sitzt, dein Charakter. Also Josie, ich kann hier schon mal nennen. Negative Eigenschaft. Launisch, Morgenmuffel, sprunghaft. Kaffeesüchtig. Ja, aber nur wenn ich Frühdienst habe. Das reicht doch. Dann brauche ich mindestens 2 Liter Kaffee. Vergesslich. Ich bin unglaublich vergesslich. Ich muss mir fast alles aufschreiben. Oder wenn es um Dinge geht, die mich eigentlich nicht wirklich interessieren, die tue ich immer ganz schnell wieder vergessen. Die schmeiße ich ganz schnell wieder aus meinem Gedächtnis raus. Und dann ist das so, als wenn mir das nie einer gesagt hat. Aber ich habe das Gefühl, dass es immer schneller werde hier. Wir biegen an der nächsten Vorfahrtsstraße links ab. Ja. Und dann links abbiegen. Das ist ein Ruckelhörde. Was macht der denn da jetzt? Biege nach links ab. Das ist sicherlich wegen dem Ruckel. Nee. Das steht hier auf der auf der Kreuzung. Hat die Ausfahrt verpasst. Mein Fehler hat er geschrieben. Ich muss warten, da kommt einer. Vor allem kommt der angeknallt von hinten. Das kann ich fahren. Bananaschick. Naja. Haben wir das nicht schon mal gelesen? Nee. Nicht heute. Na, heute nicht, nee. Irgendwann meine ich. Ja, nimm mich auf die Vorfahrt, genau. Und auf der anderen Spur geblieben. Bleibst du da stehen? Das stimmt so nicht, Josie. Oh, Junge. Was ist denn mit dir falsch? Ja, das ist heute wegen dem Ruckeln, Yannick. Oh, haben wir mal rein, du. Dafür kann heute keiner was. Es kommt dir irgendwo her bekannt vor. Robby. Was mit dem Ruckeln? Nee. Das stimmt nicht, dass ich sie vergesse, Josie.
Lauf, dieser wackelt aber ganz schön in der Kurve, ey. Halleluja. Der schludert aber ganz schön links und rechts. Halleluja. Ich notiere Hausdrache ohne Kaffee, dreiköpfiger Hausdrache und vergessliche Hausdrache. Böse, Josie. Böse. Bin kein Hausdrache. Natürlich. Der Oberhausdrache sogar. Mhm, schon klar. Was denn jetzt? Standstreifen, kein Standstreifen? Linken, ich blinke. Ach, wenn ich nichts sagen würde, würdet ihr zu Hause überhaupt nicht laufen. Du erreichst Köckenes, Duisburg. Der Verkehr ist hier sehr hoch. Was will der denn jetzt von mir? Sollen wir nicht auf den Sack gehen hier im Chat? Dann wieder einfach fahren. Du, was fühlst du nicht angesprochen? Der Name ist ja sogar noch falsch geschrieben. Wisst du ja nicht, ob du gemeint bist. Ja, was kann ich denn dafür, wenn der hier neben mir rumgorkt? Und mich nicht rüberlässt. Was ist denn auf Flieger vorliegen? Oh, Lohan. Was für ein Knallkopf, ey. Ich hab gerade einen Auflieger. Oh, Vorsehen, da kommt wieder einer. Angeruckelt. Ich hab gar keinen Auflieger dran. Das ist ja ein Geruckel, Leute, ey. Der Wahnsinn. Der Auto ist weg. Dito, ne Tutten. Joa! Erst mich überholen und dann vor mir auf dem Parkplatz ziehen. Läuft bei dir. Oh, da unten fahren sie, Duisburg-Kalle. Oh Gott. Wir fahren nur rüber. Das ist bestimmt los, den will ich in die Kur. Boah, der ruckelt sich was zurecht, eben, wa? Mann, gut, dass wir keinen ich sehe nur die blauen Punkte haben. Unter mir am Rumruckeln, ey, lol. Debbie, was meinst du, wie viele Unfälle gibt's heute auf der Strecke Duisburg-Kalle durch dieses Geruckel? Keine Ahnung, interessiert mich doch nicht. Aber bestimmt einige durch dieses Geruckel, die fahren ja da allgemein schon. Ich bin ja da einmal gefahren, die fahren ja schon manchmal fragwürdig mit ihren kleinen Autos. Diesen Skoda-Autos, die sie dann da überholen. Wo man da schon im Stau steht mit der LKW. Gott, was sind denn das für kleine Dinger? Go-Kart? Dann wann gibt's Go-Kart? Das klingt Go-Kart. Ist das nicht eine Ente oder wie heißen die Dinger? War das nicht Go-Kart? Nein. Kannst ja nur halb sehen. Ruckzuck bin ich ruckelartig davongekommen. Gute Nacht, schreibt Robby. Gute Nacht, Robby. Dankeschön, dass du da warst. Genau. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal und auf jeden Fall bis Samstag. Opikoni sagte aber vor Monaten, dass du ein Hausdrache bist. Ich merk mir sowas. merk mir so ein Blödsinn. Und weiß, dieses Wissen taktisch anzuwenden. Wir wechseln auf die mittlere Spur. Ja, mittlere Spur. Was, Sonnenblumen hinter Gitter? Eingezäunte Sonnenblumen. Bleib hier, damit du die nicht klaust. Wir fahren weiterhin auf der mittleren Spur. Ja. Immer geradeaus. Sind sie denn eigentlich heute alle wieder hin, die hier mitfahren wollten? Erinnern wir da. Na,
Der eine Herr ist im Urlaub. Der ist doch jetzt in Thailand. Ja. Ja. 3 Wochen oder was das war. Einer. Hallo Lucky, schön, dass du mal wieder reinschaust. Hallo. Hallo. Lange nicht mehr gesehen. Bin halt 14 und nein, keine 15, aber ich bin auch nicht mehr 11, also echt mal. Ich bin jugendlich, kein Kind mehr. Ja, noch nicht Fleisch und auch nicht Fisch, ne? Bin jetzt da drauf. Keine Ahnung. Wechseln auf die linke Spur. Da kennt er, was gesagt wegen, Alter. Dann bleiben Sie immer geradeaus. Achtung, da kommen 2 auf die Autobahn. Ja. Immer geradeaus. Einer ist schon drauf, der andere kommt etwas später. Luftpapengs. Ein roter und ein mehrfarbiger. Ich sehe nur ein Luftpapeng. Einer ist ein bisschen links, der andere genau über der Straße. Naja, nicht mehr so genau, aber links. So. Da ist nur einer, ja, jetzt sehe ich ihn auch. Jagt da eben einer? Nicht hinter den Zeilen lesen, zwischen den Zeilen lesen heißt das, Josie. Da in einer umlabert, wie sah das aus? Was? Da drüben auf dem Parkplatz? Oder in der Mühle? Keine Ahnung, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Kann aber nur ein Auflieger, keine Zugmaschine. Du hast halt keine Zugmaschine gesehen. Frankreich! Oui, oui. Krieg. Und was heißt das? Dass wir gleich da sind. Nö. Wie heißt, wir sind gleich da? Nein. Wir haben noch 4600 460 Kilometer. Nein, ich meinte, was Janik ihm gesagt hat. Was heißt das auf Deutsch? Was, wie? Wie heißt ja. So. Also das ist so eine Bestätigung halt. Ja, genau. Sowas in der Richtung. Maut voraus, linke Seite, 2 Fahrstreifen, Telepass passierbar mit 35. Ja. Das einzige französische Wort, was ich kann. Das haben wir viel gelernt in der Schule. In der Schule haben wir kein Französisch, wir haben nur Englisch. Wir hatten auch kein Französisch. Aber warum soll ich Französisch können? Englisch, Russisch. Englisch war Pflichtfach, Russisch war Wahlfach. Wenn du Russisch nicht gemacht hast, dann hat man sich ein Wissenschaftsfach ausgesucht. Merci. Ja, danke.
Lucky, ja, ja, auch nicht. Weil, ja, ja, ist ja wieder so dieses, kannst mich mal so, ne? Ja, 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 ja. Wer, ich sag ja und hab meine Ruhe, du hast recht, so ungefähr. Das ist einfach nur eine Bestätigung. Eine Bestätigungsaussage. Nach der Tankstelle nehmen wir die nächste Ausfahrtgeschwindigkeit beibehalten. Ja. Fünf Dinge. Rechts halten und dann Ausfahrt. Fünf positive Dinge. Nimm die Ausfahrt. Geduldig? Wer? Ich. Was? Ja. Was? Geduldig? Ja. Geduldig. Möchtest du wohl? Nein. Mal meine Kollegen. Ich bin nicht auf der Arbeit. Umsonst bin ich nicht Praxisanleiter. Ausdauernd? Ja. Sowohl als negativ, auch positiv. Also ich kann jemanden schon ausdauernd nerven. Kreativ. Ich habe noch was Negatives. Ich hasse die Sonne. Bin ein Nachtschattengewächs. Ich gehe der Sonne lieber aus dem Weg. Wir sind keine Freunde. Ich verbrenne mal so schnell. Also zweimal. Bestimmt falsch geschrieben. Ja, ja, falsch geschrieben auf jeden Fall. Ist ein Ja, okay. Wow. Man lernt. Halt, warte. Man lernt nie aus. Deswegen sage ich ja, das ist als Bestätigung gemeint. Das ist nicht so wie unser Ja, was wir als Ja bezeichnen, sondern einfach nur ein Bestätigungswort sozusagen. Sozusagen, ja, ich habe verstanden, sozusagen. Wolltest du denn da schreiben? Dieses Handy. Geil. Herrlich. Tastenfasching. Nee, nicht das Handy wegwerfen. Das ist gleich, wenn man sich irgendwie über einen Scheiß am Handy bammelt und es kaputt macht. Das gleiche wie wegschmeißen. Ist doch gar nicht wahr. Das ist ja auch nur passiert, weil ich das Handy auf dem Kopf hatte. Für gewöhnlich habe ich das Handy nie auf dem Kopf. Also falsch herum gehalten. Ihr steckt jetzt immer auf dem Kopf in der Tasche. Nee. Na, wenn man es rauszieht, hat man es nämlich richtig rum.
Ja, das schon, aber ich hatte es verkehrt herum in der Hand. Weil ich es abgelegt hatte. Hilfe. Ja, selber schon, was fährst du so dick, so dicht auf? Was war das? So dick? Ja. No. Echt. Sprachfehler. Das nächste Mal tue ich auf die Bremse drücken. Na, na, na. Wir predigen die ganze Zeit nicht so dicht auffahren. Wegen den Lecks. Und er krabbelt mir noch hinten drin und putzt mir noch die Stoßstange. Ich habe ein iPhone 13, was ich eventuell abgeben möchte, sonst landet es in dem Müll. Ach, Josie, da kann das iPhone nichts dafür. Das ist Autokorrektur. Wir nehmen die nächste Ausfahrt, runterbremsen auf. Weg. Jo. Soll ich auch nochmal ein Moin Moin erstmal rein an die lieben Zuschauer da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das ist super. Das ist toll. Das gefällt uns. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Voraus, Telepass, mittlere Spur. Okay. Passiere mal mit 30. Eng. Haut bevor es auf der Autobahn geht. Achtung, Gegenverkehr. An der nächsten Vorfahrtstraße biegen wir rechts ab. Da haben wir keine Autobahn mehr. Neue Landstraße kommt jetzt. Ja. Genau. Wieder falsch. Schreib richtig rein. Demnächst rechts abbiegen. Der Kuno hat schon ganz verlernt, wie das richtig biege geht. Biege nach rechts ab. Janik überhaupt noch da? Ja. Sollte nicht da sein. Ja, Josie, genau. Manchmal gar nicht so verkehrt, ne? Wenn die Tastatur sich gemerkt wird, beziehungsweise was man eigentlich schreiben will. Autokorrektur. Geht mal ein bisschen ein. Ja, so ein Fahrradweg. Ist mich ja hart. So.
Radfahrer. Ich darf da fahren. Ich bin nur getan als LKW, damit ich nicht nass werde. Es regnet ja. Bei mir hat schon geregnet. Bei mir regnet es gerade. Hast du denn hier auch gegessen? Immer geradeaus. Stimmt nicht. Kuno hat aufgegessen. Der hat nicht aufgegessen. Regnet aber. Ich habe auch aufgegessen. An der nächsten Vorfahrtsstraße biegen wir rechts. Rechts. Ist dann rechts. Demnächst rechts abbiegen. Not voraus, Telepass, mittlere Spur. Was hier noch mit 30. Hier nimm gut hier. Nach rechts ab. Hui. Und. Jetzt gerade ausfahren? Nee, ich wollte driften, aber nicht schnell genug. Anfang der Mauer, was stand da eben? Ich nicht drauf geachtet. Achso, du fährst da schon wieder gegen die Dinger. Nee, ich bin noch ganz weit weg. Dann auf der Autobahn runterbremsen auf 60. Opi Kuni muss aufessen, sonst kommt der Hausdrache mit der heißen Bratpfanne. Mhm. Wissen wir mal den nächsten Abfahrt. Warum eine heiße Bratpfanne? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Was war das denn hier? Mal wieder runter. Klärt sich von selbst, schreibt Josie. Wegen der heißen Bratpfanne. So. Kuni ruft auch, ich habe keinen Kanzler, sondern einen Hausdrache. Ja. Was steht da bei mir? 28 Grad draußen? Oder was steht da? Was steht denn bei euch? Keine Ahnung. 25. Steht bei mir sogar. Unterschiedlich.
besonderes Town. Ne? Ohne Hausdrache wäre Obikuni nicht lebensfähig. Nee, das stimmt. Im Augenblick da nicht. Hast du den Nagel voll auf den Kopf getroffen? Im Augenblick nicht, nee. Gestern habe ich wirklich bald an seiner Selbstständigkeit gezweifelt. Ich habe die Weintrauben alle also von dieser Rebe gezupft und gewaschen und in einer Schale gemacht. Er hat ein langes Gesicht gezogen, dass ich ihn nicht separat für ihn eine Schale fertig gemacht und auf seinen Platz gestellt habe. Ich hab mal gekriegt. Hallo? Du kannst froh sein, dass ich sie dir abgewaschen habe. Und abgepult habe. Da wirst du wohl immer noch eine Schüssel aus dem Schrank nehmen und die umschütten können. Nee. Selbst das Kind kann das. Nee. Das war. Hast du denn nur deine Burger aufgegessen, Josie? Da tust du noch dran am Müffeln. Auf rum. Die hat sie schon dreimal aufgegessen, hat mittlerweile wieder Hunger. Genau. Wir nehmen die nächste Abfahrtgeschwindigkeit beibehalten. Ja. Gar nicht mehr geschrieben hat, dass sie fertig ist, sondern ob sie schmeckt dann. Deswegen frage ich jetzt. Selbst und ständig hat bei Obikuni die Bedeutung, dass Tannchen das macht. Ja. Wir nehmen die nächste Abfahrt runter auf 50 runter. Und dann Ausfahrt rechts. Hab mir bei Mama noch was geklaut, hat sie geschrieben. Auch noch. Ja. Mit Preis. Wie viel Geld wollen sie denn noch haben? Ja. Bestimmt Achtung, Maut. Gegenverkehr. Mautende jetzt hier bestimmt. Kreisverkehr, die dritte Ausfahrt. Dritte? 78 Euro wollen sie schon haben. Aua, was war das? Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Hab ich gesehen. Hat er dich getroffen? Nee, was das war. Ich war hier noch nicht. Nimm diese Ausfahrt. Erster Aufenthalt. Und hab einen Punkt mehr zu einer Errungenschaft gekriegt. Wir nehmen die nächste Ausfahrt unter Bremsen 50 und am Kreisverkehr angekommen, nehmen wir die erste Ausfahrt.
Ja. Ich war hier schon. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Du warst hier schon? Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, bei mir ist schon gelb. Und warum? Bei mir nicht. Und bei mir kam eben auch erster Aufenthalt. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus. Oh, eine Riesentafel Schokolade. Guck mal. Biege nach rechts ab. Hier endet es. Ja, Mama sagt, ich soll mal nicht so tun, als würde ich verhungern. nee, Josie, das tatsächlich nicht. Oh, jetzt so eine leckere Schoki. Ich besorg mal schnell was. Hm. Und ich meinte, ist denn noch alles heute? Die haben ihren Cheat Day heute. Was ist denn Hänger noch hinter? Weiß, gib gerade ab. Fähigkeiten Rang 6. Bonus für Fernfahrten. Mhm. Ach, ich hab einen Levelaufstieg. Oh, ich komme mitgekriegt. Levelaufstieg. Ja, dann lasse dir schmecken, Josie. Hier hat sich fix mal zwei Ben und Jerrys geholt. Boah. Zwei. Zwei. Also zwei. Viel Spaß. Ja, wir müssten auch mal langsam unser Eisvorrat wieder auffüllen. Hat langsam Zeit. Als Nachtisch gibt's noch ein Kilo Mett, wa? Nee, Erdbeeren. Erdbeeren. Ja, auch wollte ich gestern, weil ich einkaufen, hatte ich einen Japp auf Erdbeeren gehabt, aber Edeka hat keine. Zwei Reihen mit Äpfel, verschiedene roten Äpfel. Ja, nur ja, noch. Ja, weißt du, wo die sind? Die sind alle bei. Nur noch Regionalware. Aber Weintrauben hatten sie gehabt. Nur habe ich mir so ein Schüsselchen Weintrauben gegönnt. Nur nach Regionalwagen. Wer hupt denn jetzt hier? Hallo? Oh, what? Also, mein Eisvorrat hat Opikuni und Tantchen bezahlt. Mhm. So, so. Gut, Leute, haben wir uns heute ins Abi ruckelt hier. Dankeschön an Len, an Silvi und an Yannick, ne? Fürs Mitfahren. Und natürlich ein großes Dankeschön auch an die lieben Zuschauer da draußen, ne? Vielen lieben Dank fürs Einschalten, dabei bleiben. Dankeschön dafür. So, morgen, wenn nichts dazwischen kommt, dann ab 20 Uhr wieder Substanz. Mhm. Bis dahin, haut rein, schlaft schön und gute Nacht. Gute Nacht, ihr Lieben.
Nicht klar. Bitte nach.